Hallo ihr Lieben, mich erreichten wieder ganz, ganz viele Fragen von euch für Themenvideo-Wünsche, die ich wieder machen darf. Und ich freue mich sehr auf ein paar Videos zu ganz, ganz spannenden Themen für euch. Lange Zeit habe ich mich so ein bisschen davor gedrückt, ein Video über das Thema Seelenplan von Nutztieren zu machen. Ja, Massentierhaltung, der Tod von vielen Tieren ist ein großes Thema und ja, ich habe mich so ein bisschen gesträubt, darüber ein Video zu machen, musste mir erstmal über meine eigenen Gedanken im Klaren werden. Und ich will euch erzählen, wie ich das früher gesehen habe. Also ich habe mit 5 Jahren nachgefragt natürlich, was esse ich da? Und in den 80ern war das bei uns total normal, dass wir einmal am Tag Fleisch gegessen haben. Und ich habe dann mit 5 Jahren erfahren, ah ja, das Fleisch, was du da gerade isst, das ist von einer Kuh. Und das, was du da gerade isst, das war mal ein Schwein. Und meine Eltern waren da sehr ehrlich mit mir und haben immer gesagt, ja, das Schwein muss dafür sterben. Und dann bin ich mit 5 Jahren in ein völliges Emotionschaos gefallen und habe geweint und habe gesagt, ich möchte nicht, dass ein Tier dafür stirbt, dass ich es essen kann. Und habe nicht verstanden, wie Menschen so grausam sein können. Und habe von einem Tag auf den anderen beschlossen, ich esse kein Fleisch mehr. Was damals eben noch nicht so ganz einfach war und ich mich dann viel von Reis und Nudeln ernährt habe und Stück für Stück alles, was an Fleischkonsum bei uns auf dem Tisch war, verweigert habe. Und ich weiß noch, mit 8 Jahren war ich total verzweifelt, als ich auf einer Grillparty war und gesehen habe, dass es all meinen Freunden nicht so geht, dass alle eben zum Abendessen Würstchen essen und dass alle Bolognese-Soße mit Fleisch essen. Und ich habe weinend damals im Bett gelegen und habe gesagt, Mama, warum sind Menschen so schrecklich? Warum tun sie den besten Lebewesen, die einem nichts getan haben, die die reinsten Seelen haben, so etwas an? Ich habe immer, wenn ich ein Stück Fleisch auf dem Teller sah, die Seele des Tieres wahrnehmen können, die Energie des Leides, was dieses Tier erlebt hat. Ich konnte das nicht trennen. Ich habe nie die Wurst gesehen, sondern ich habe immer das Leid des Tieres gesehen, das Sterben des Tieres, das war für mich energetisch in diesem Stück Fleisch, in dieser Wurst so sichtbar, als wäre es irgendwie draufgeschrieben oder ich habe die Emotionen sofort gefühlt und ich konnte nicht verstehen, dass Menschen das nicht wahrnehmen und nicht fühlen. Und ja, bin dann eine sehr militante Vegetarierin geworden und habe halt jedem, der Fleisch oder Wurst gegessen hat, immer von dem Tierleid erzählt. Und habe meine Familie zwar so ein bisschen umgekrempelt, also da gab es dann halt nur noch, wenn man essen gegangen ist, hat mein Vater dann mal Fleisch gegessen oder auf dem Weihnachtsmarkt mal eine Bratwurst, aber es gab kein Fleisch mehr bei uns zu Hause in diesen Mengen. Und auch meine Kinder sind beide Vegetarier, mein Mann isst auch kein Fleisch und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich da in meinem kleinen Dunstkreis schon was verändern konnte mit meiner Sichtweise. Aber eben im Freundeskreis oder in der großen Welt oder so hat mein Leiden, mein Missverständnis, mein Unverständnis dafür nichts bewirkt. Ich habe mich zwar schon als Kind im Tierschutz engagiert, habe später auch in einem Tierheim gearbeitet, habe auch einen Patenstier namens Cappuccino und liebe Schweine und Kühe. Total toll. Ich finde diese Energie von diesen Tieren und diese Weisheit, die ich bei einer Kuh oder einem, ja auch gerade diesen Stieren und Bullen, die ich schon besucht habe und wo ich Kuh streicheln durfte, erlebt habe, die ist für mich sehr viel weiser als von vielen Menschen. Und natürlich dennoch habe ich mich oft gefragt, warum ändert sich eigentlich nicht etwas? Also klar, die vegane und vegetarische Bewegung ist viel größer als in den 80ern. Aber auch die Massentierhaltung, der Fleischkonsum auf anderer Seite, die Massentransporte von den Tieren. Also früher gab es halt noch die kleinen Bauernhöfe und die Tiere hatten es ja oft noch besser als jetzt heute. Und beide Bewegungen sind mehr geworden. Und ich will euch ein bisschen eine andere Geschichte erzählen. Also ich als Medium habe mich natürlich dann auch damit beschäftigt, was ist denn ein Lebensplan und warum kommen wir als Menschen mit dieser Inkarnation auf diese Welt? Und ich durfte ja ganz, ganz viele Jenseitskontakte in den 10 Jahren, wo ich Einzelsitzungen gegeben habe, machen.
Und ich hatte sehr viele Eltern auch in meinen Sitzungen, die ein Baby verloren haben. Entweder eben durch eine Fehlgeburt oder durch eine Totgeburt oder durch plötzlichen Kindstod. Also wo die Seelen nur eine ganz, ganz kurze Inkarnation hier auf dieser Welt waren. Und da kam auch immer diese Frage der Trauernden, warum hat mein Baby eigentlich nicht länger leben dürfen? Und aus unserem menschlichen Blickwinkel ist das total verständlich, dass wir das als Strafe und als die arme Seele, die durfte irgendwie gar nicht irgendwie die Erfahrungen machen, wie jetzt andere Kinder und spielen und in die Schule gehen und größer werden und so. Und aus meinem Blickwinkel als Mutter total verständlich. Aber ich war ja, meine Funktion war ja Medium, also ich war ja nicht für den Klienten da, sondern ich war für die Seele im Jenseits da. Und dann habe ich diese Seele des Babys, was nur ganz kurz auf dieser Welt war, gefragt, okay, hattest du auch einen Lebensplan, wenn du nur einen Tag auf dieser Welt warst? Wie sah denn dein Lebensplan aus? Oder du Arme halt, warum durftest du nicht länger leben? Und alle diese Seelen haben mir gezeigt, du musst es andersrum sehen. Ihr, die ihr jetzt 42 Jahre hier diese Inkarnation schon lebt, ihr seid in Anführungsstrichen die Armen, weil ihr habt eure Lebensaufgabe immer noch nicht erfüllt und dürft nach Hause zurück. Ihr müsst hier immer noch einige Sachen machen. Erlebt hier jeden Tag getrennt sein, Dualität, Wut und Glück und alles halt. Wir, die Babys in Anführungsstrichen in der geistigen Welt, sind eigentlich die weiterentwickelten Seelen, wenn man es so sieht, weil wir brauchen das gar nicht. Wir durften, unsere Aufgabe war, unsere Eltern etwas zu lehren, den Verlust dadurch ihren Lebensplan mit zu beeinflussen. Wir haben gar nicht diese Art von Lebensplan wie ihr, wo ihr über diese Dualität, über dieses Getrenntsein etwas erfahren müsst, dürft, wie auch immer. Sondern wir haben uns einem höheren Wohl zur Verfügung gestellt, weil wir gar nicht das benötigen. Also wir brauchten gar nicht so lange von zu Hause getrennt sein. Also wir waren im Mutterleib eben ja noch angebunden, waren noch auf Seelenebene mit unserer Ursprungsseele verbunden, haben dann ganz kurz, entweder eben bei der Geburt oder sind ja viele auch im Mutterleib gestorben halt, wenn du jetzt irgendwie eine Fehlgeburt hattest oder eine Totgeburt, dann haben die gar nicht im Grunde diese Inkarnation erleben müssen, um irgendwo einen Schmerz zu erleben, um daran zu wachsen, um irgendwie sich weiterzuentwickeln, sondern durften ganz schnell wieder nach Hause zurück in die vollkommene Unendlichkeit, so, ja, wo die als Seelen glücklich, zufrieden, frei, leicht, Licht und Liebe sind. So, ja. Also sie haben im Grunde als Lebensplan eher etwas gehabt hier, um den Eltern etwas zu lehren, um Liebe in die Welt zu bringen, um geliebt sein zu erfahren halt. Und das hat mich unglaublich berührt und auch ja, erkennen lassen, dass unser menschlicher Blickwinkel oft geprägt ist von unserem eigenen Schmerz, unserem Andershaben wollen, nicht akzeptieren, ja, aus dieser eigenen Trauer heraus. Und dass das aber mit der Sichtweise der geistigen Welt teilweise gar nichts zu tun hat. Und natürlich, wenn wir feststellen, hier unser Hund, der gestorben ist, ist als Seele noch bei uns danach, wir können noch seinen Geruch riechen, wir kriegen Zeichen auch von unseren Haustieren aus der geistigen Welt. Dazu habe ich ja ein eigenes Video gemacht, dass Tiere in der geistigen Welt uns genauso begleiten wie verstorbene Menschen. Und natürlich, wenn ein Hund oder eine Katze das hat und einen Lebensplan und einen Grund und es feststeht auch auf Seelenebene, warum die gehen, wann die gehen, also dass der Zeitpunkt des Todes bei einem Haustier auch nicht willkürlich ist. Also die Tiere wissen auch, wenn man sie zum Beispiel einschläfern lassen muss, dann weiß die Seele das auch. Also da gibt es auch dieses Wissen und die Seele nimmt es schon wahr und es gibt den richtigen Zeitpunkt. Darüber habe ich alles in einem anderen Video gesprochen. Und wenn das aber bei Katzen und Hunden so ist, ist das natürlich auch bei Schweinen, Kühen oder Hühnern so. Und natürlich aus unserem menschlichen Blickwinkel, wenn du dir überlegst, dass irgendwie
das Schwein nur ein paar Tage oder ein paar Wochen gelebt hat und das auch noch in ganz, ganz miesen Bedingungen, um dann zum Schlachter mit anderen Schweinen gefahren zu werden, die Angst und die Todesangst wahrzunehmen, um dann geschlachtet zu werden, damit wir es essen. Das ist aus unserem menschlichen Blickwinkel, kann dieser Lebensplan einfach nur beschissen gewesen sein oder kann eigentlich kein Lebensplan sein. Und man denkt ja, also ich aus meinem Blickwinkel denke immer, wie können Menschen so grausam sein? Ne? Und dennoch nehme ich es genauso wahr, dass sozusagen da zum einen ein höherer Sinn dahinter steht, also dass diese Seelen sich im Grunde auch wie auf einer karmischen Ebene oder in Kollektivebene im Grunde das auswählen. Weil es gibt ja auch Schweine, die gerettet werden, die ein schönes Leben auf dem Gnadenhof führen, die alt werden dürfen, die ihre Babys haben dürfen oder so. Natürlich sind das von der Anzahl her so wahnsinnig geringe. Aber auch wenn das, dieser Vergleich immer so ein bisschen hinkt, wenn ich das mit uns Menschen vergleiche, aber Seele ist Seele. Ich kenne eben auch, habe Jenseitskontakte herstellen dürfen zu Menschen, die an einem großen Unglück gestorben sind, die zum Beispiel im Krieg oder in einer Naturkatastrophe ums Leben kamen. Und da gab es ja mehrere Menschen, denen das gleiche Schicksal passiert ist. Also wo man sich denkt, warum hat jetzt die 20-jährige Frau und der 60-jährige Mann, die beide beim gleichen Unglück gestorben sind, sozusagen als Ende den gleichen Lebensplan. Und da zeigten mir die Seelen, dass eben im Grunde sie einen eigenen Seelenplan hatten, also dass sie ihr Leben verwirklicht haben, ihre Seelenaufgabe verwirklicht haben und deswegen diesen Zeitpunkt des Todes war. Also deswegen gibt es ja auch Menschen, die eben vor einem Flugzeugunglück zum Beispiel das Flugzeug nicht kriegen und die eben nicht an diesem Flugzeugabsturz gestorben sind, weil sie das Flugzeug verpasst haben. Und eben, aber es gibt oft auch so einen Kollektivsinn, also dass sozusagen auf Seelenebene ein Unglück oder ein Schicksalsschlag oder ein Krieg oder ähnliches im Grunde als Potenzial feststeht. Das wird in der Dualität dieser Welt passieren. Und dann die Seelen, deren Seelenplan eh im Grunde dann abgeschlossen ist, sagen, okay, dann stelle ich mich zur Verfügung, damit das so auch passieren kann. Und so nehme ich es auch ein bisschen in Anführungsstrichen bei dieser Massentierhaltung wahr. Also dass natürlich jede Seele, jede Kuh auch im Grunde ihren Seelenplan hat, die aber schneller zurück dürfen als andere, die noch ein paar Aufgaben haben und sie sich auch wie einem Kollektivsinn bereitstellen halt. Das entschuldigt gar nichts. Es entschuldigt nicht die Tierhaltung, den Schmerz, das Leid, die Todesangst, die die erleben. Also ihr dürft nicht sagen, ach, die Nina ist jetzt irgendwie da voll abgebrüht oder so. Ja? Nein, also ich selber bin absolute Tierschützerin, rette jedes Tier, was ich irgendwie verletzt finde, schlepp's zum Tierarzt. Mein Mann dreht schon immer durch, halt, weil ich oft früher verletzte Tauben, kleine Vögel, die aus dem Nest gefallen sind und so. Und da sage ich nie, ah ja, mein, das ist Schicksal oder das muss die Natur regeln. Nein, also dass ich dieses Tier finde, hat ja was auch mit meinem Lebensplan und mit dem Lebensplan des Tieres zu tun. Und ich mache alles, was in meiner Macht steht, damit es anderen Tieren gut geht, damit ich versuche, denen zu helfen. Aber manches liegt eben nicht in unserer Macht. Also ich kann nicht beeinflussen. Oh, ich hoffe jetzt, der Ton nimmt trotzdem auf, weil ich habe das Mikro nicht eingesteckt, fällt mir gerade auf. Sorry für die Unterbrechung. Ich gucke es mir nachher mal an, ob es funktioniert hat. Ich wollte sagen, es liegt nicht in, also liegt ja nicht in meiner Macht, ob das Tier überlebt, ob meine Hilfe ankommt. Und das wiederum ist immer Schicksal, ist Lebensplan, ist geistige Welt halt. Nichtsdestotrotz haben wir Menschen eben eine Aufgabe hier. Und das Problem ist ja auch, wenn, ich finde es toll, diese ganzen veganen, vegetarischen Bewegungen, Tierschutzbewegungen, ich werde da immer von meinem Lebensplan alles für geben. Aber wenn du dir diese Welt anguckst, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das nicht fühlen, die das nicht sehen, die kein Mitleid, kein Mitgefühl für Tiere haben. Und das ist ja auch, es ist die Realität. Und ich glaube, dass es sozusagen nicht in deren Lebensplan, in deren Aufgabe steht. Und ich bin inzwischen der Meinung, dass diese Welt in dieser Dualität, die wir ja als Seele haben, also jeder von uns hat einen bösen und einen guten Anteil und wen wir nähren, das entscheiden wir täglich. Und dass diese Welt aus dieser Dualität immer bestehen wird. Also dass egal wie viel wir in die gute Bewegung reingeben, es immer die andere Bewegung gibt. Halt. Kannst du dir angucken in den letzten Jahrhunderten, obwohl wir technisch einen wahnsinnigen Fortschritt haben, ist diese menschliche und ethische Bewegung nicht wirklich vorangekommen. Eine Bewegung, ja, aber die Gegenbewegung genauso stark. Also es hat sich
in den Herzen und in den Köpfen der Menschen, wenn du es jetzt im Globalen, im Ganzen siehst, gibt es immer diese zwei Seiten. Und es hat sich nie wirklich etwas zu einer Seite entwickelt. Und ich glaube, diese Welt ist genau so gemacht in dieser 50-50-Dualität, weil wir das auf Inkarnationsebene wollen. Weil wir diese Erfahrungen von beiden Seiten und diesem Getrenntsein und Entscheidungen treffen müssen und mit uns in diesen zwei Seiten kämpfen müssen und so, dass wir das bewusst wählen. Wahrscheinlich gibt es andere Planeten, andere Inkarnationsmodelle oder so, wo es das so nicht gibt. Aber diese Welt ist leider genau so gemacht. Das heißt, ich bin absolut gegen Massentierhaltung, gegen Tiere töten, insgesamt gegen Fleisch essen. Ich finde, wir brauchen das nicht. Ich für mich würde gar nicht auf die Idee kommen, jemals ein Tier zu essen. Mein Körper benötigt das nicht. Aber ich habe auch schon in Aura-Readings Menschen gehabt, die gegen ihre Natur vegan gelebt haben, sich nicht ausgewogen ernährt haben, energetisch im Mangel waren etc., wo ich das Gefühl habe, in dem jetzigen Zeitpunkt tut es dir so, wie du lebst, nicht gut. Guck mal, was sind deine Themen dahinter? Schau dir die Sachen an, versuche wirklich ausgewogen dich zu ernähren. Und achte mal darauf, welche Energie, wo du was benötigst halt. Das heißt nicht, dass ich jemandem zum Fleischessen animieren würde halt, aber dass man bewusst auf sein Energiesystem und seine Bedürfnisse achten soll. Und ich glaube eben, dass dieses Bemitleiden halt, also wenn es einem Tier schlecht geht, mache ich immer alles dafür, dass es ihm besser geht. Aber das Tier hat auch einen eigenen Lebensplan, genauso wie jeder Mensch auch. Und es liegt nur bedingt in unserer Macht, etwas zu verändern. Und das habe ich irgendwann angenommen. Also ich bin als Kind daran völlig verzweifelt, dass ich die Welt nicht so, wie ich sie gerne hätte, liebevoll Tieren gegenüber machen kann. Und dass sich immer, wenn etwas in eine Richtung geht, wieder etwas anderes zum Negativen verändert. Und inzwischen bin ich damit feiner. Also ich könnte auch nicht in ein Schlachthaus gehen oder irgendwie mir sowas angucken halt. Ich aber als Einzelner kann auch nur bedingt etwas verändern. Also ich finde es gut, wenn man Tierschutzorganisationen unterstützt, wenn man sich selber engagiert, wenn man aufklärt. Aber der Lebensplan der Tiere ist trotzdem ein eigener. Und es ist das, wie sie leiden, wie sie sterben, definitiv Horror halt. Aber das Sterben an sich liegt auch im Lebensplan fest. Und es ist nicht unbedingt schlimm, wenn man früher nach Hause zurück darf. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt alle gegenseitig umbringen müssen, weil dann dürfen wir ja alle wieder nach Hause zurück. Das meine ich damit nicht. Also es ist wirklich schwer, es für euch getrennt zu erzählen, ohne dass ich merke, was gleich wieder für blöde YouTube-Kommentare darunter stehen werden. Ich hoffe aber, die wirklich sich damit beschäftigen und die es fühlen können, die selber in dieser Verzweiflung viele Jahre waren von, wie kann denn die Welt so grausam sein, dass ich euch mit ein, zwei Vergleichen einen anderen Überblick, einen anderen Blickwinkel zeigen konnte, dass aus Sicht der Seele, der geistigen Welt, ist ein frühes Sterben nicht schlecht und ist auch das Leiden, was wir in dieser Welt haben, nicht unbedingt schlimm in dem Sinne im Nachhinein, weil es ist diese Erfahrung, die du in der geistigen Welt nicht machen kannst. In der geistigen Welt als Seele leiden sie nie. Und du wählst diese Inkarnation, da du das erfahren möchtest auch. Gut, ich glaube, ich lasse es so stehen, es wird nicht besser. Wenn ihr Fragen dazu habt, mache ich gerne nochmal ein zweites Video. Fragt gerne unten drunter, bitte bleibt respektvoll bei diesem Thema. Bitte sieht es wirklich so, dass ich als Mensch, als Nina, nichts von dem gutheiße, nichts von dem unterstütze, selber vegetarisch lebe, größtenteils vegan. Und ich aber als Medium einen anderen Blickwinkel von den Seelen bekommen habe. Und zwar den, dass es immer richtig so ist, wie es geschieht halt. Und dass wir als Menschen unser Bestes geben können, um Dinge, die schlecht laufen, zu verhindern, um Menschen oder Tiere zu schützen. Und dennoch liegt ganz vieles nicht in unserer Macht. Und das hat immer auch mit dem Lebensplan, mit dem Seelenentwicklung, mit dem, was hier geschehen soll, zu tun.